Gesundheitsminister Johannes Rauch beweist mal wieder, dass er der unangefochtene Social-Media-Entertainer der österreichischen Regierung ist. Dieses Mal mit einer Performance, die den schmerzhaften Beigeschmack von Fremdscham hat. Der grüne Minister hat sich für sein neuestes TikTok-Meisterwerk an einen Menstruationssimulator angeschlossen, um angeblich auf das Tabuthema Regelschmerzen aufmerksam zu machen. Doch ob sich betroffene Frauen, die wirklich unter starken Menstruationsbeschwerden oder gar Endometriose leiden, von dieser Show verstanden fühlen, darf bezweifelt werden. Sehen Sie selbst. 2/3 haben mittelstarke bis starke Schmerzen während ihrer Periode. Das ist schon unangenehm jetzt, wirklich. Und das während 5 Tagen. Das ist der Durchschnitt. Das sind 67%. Ah, und jetzt zwickt es wirklich. Willst du so arbeiten gehen, Johannes? So würde ich jedenfalls nicht arbeiten gehen oder würde Schmerzmittel einnehmen. Das macht auch über die Hälfte der Frauen. So geht's nicht. Echt? So geht's nicht. Kann ich nicht reden. Sollen wir noch so Richtung Endometriose mal gehen? 10% aller Frauen leiden unter der Erkrankung Endometriose und die wird erst nach durchschnittlich 7 Jahren erkannt. Das ist ein Wahnsinn und ich verstehe, dass das... Format, lass uns den Schluss machen. Raus! Der Hintergrund dieser bizarren Aktion. Rauch will laut eigener Aussage das Tabuthema Menstruation enttabuisieren. Ein ehrenwertes Anliegen, wenn da nicht der peinliche Beigeschmack der Selbstinszenierung wäre. Johannes Rauch versucht sich mal wieder als Retter der vermeintlich missverstandenen Frauenwelt und zeigt dabei vor allem eins: Schmerzempfinden kann man simulieren, Verständnis jedoch nicht. Wer ernsthafte Politik erwartet, sollte vielleicht den Menstruationssimulator gegen ein gutes altes Krisenmanagement austauschen. Doch solange die Klicks stimmen, wird uns der grüne noch Gesundheitsminister wohl noch mit weiteren surrealen Auftritten beglücken. Schmerzen bereitet das allemal, wenn auch nicht im Unterleib.